Willkommen zurück zu einer neuen barbarreichen Folge Predator Hunting Grounds mit Kreis, einem Mann, der Seminare gibt für Baba-Willis. Ja, Baba-Willis sind besser als War-Willis. Aber warum sollte man dafür denn ein Seminar überhaupt besuchen? Ich meine, was sollte man darüber lernen? Seminare. Ja, warum, Kreis? Merkst du denn nicht, dass du mit deinem Geschäftsmodell Erfolg hast? Seminare werden ja nur angeboten, wenn es genug Leute gibt, die danach fragen. Und die Nachfrage also ist einfach so hoch. Also du willst mir jetzt ernsthaft erzählen, dass es Menschen gibt, die sagen, boah, ich bräuchte echt mehr Infos über Baba-Willis. Ja, natürlich. Wenn ich ein Baba-Seminar mache, dann kommen da auf jeden Fall mindestens 40 Leute. Machst du auch Fufu-Seminare oder nee, Fufu bist du damit durch? Die sind seit 72 verboten. Du weißt ja, was Kinder für einen psychologischen Schock bekommen, wenn die einen unzensierten Baba sehen, ne? Ja. Da gibt es ja Artikel darüber, da gibt es ja ganze Studien. Was passiert mit dem Kindergehirn bei einem unzensierten Baba-Kontakt? Wirklich jetzt? Ja, keine Ahnung. Das muss man ja wissen. Hat mich nie gestört. Ja, man sieht ja, was aus dir geworden ist, ne? Naja, gut, ich verdiene mein Geld in Unterhose. Ich weiß jetzt nicht, ob das... gibt's Leute, die verdienen ihr Geld komplett ohne Hosen. Also ich habe immer noch mehr an als die. Ja, ein bisschen Würde ist noch da. Ein kleines bisschen Restwürde hat er noch. So, hier. Ah, oh, da ist ein Typ drin. Der Captain. Steht der hier im Raum? Was piept hier? Da ist eine Bombe drin, Leute. Leute, Kreis, geh du da mit dem Finger rein. Da steht die Kiste öffnen. Dann mach mal auf. Aber die piept. Ja, das ist eher so dein Fachgebiet. Piepende Kisten ist doch dein Ding. Ach, das ist ein Kumpel. Ey, manchmal kann ich die Gegner hier nicht... Jemand ist hier noch Gefahr, okay. Okay. War das ein Lockvogel? Eventuell. Ein Schmockvogel? Oh, ich höre ihn. Hier drüben ist jede Menge Salz noch im Gebäude. Ach. Falls jemand naschen will. Er knistert intensiv, er ist da drüben auf dem Dach. Blaues Haus auf dem Dach, 50 Meter, ganz oben auf der Spitze. Ist er gerade gewesen? Ja, hab ich doch. Er ist ganz oben auf der Spitze gewesen. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich habe ihn gehittet. Ganz zart. Mein sehr feminines Hitten. Boah, der hat schon ganz gut kassiert. Boom, ey, Junge. Friss meine Nades, Alter. Er will mich killen. Er hat mich auch ganz gut massiert. Ich bin erstmal hier in Deckung gegangen. Komm, man möge mich wiederholen. Ja, wer hat abgebrochen aus irgendeinem Grund? Der hat gesagt, ja, nee, doch nicht. Du bist mir dann doch ein bisschen zu widerlich. Ja, meine Granate hat ihm aber nicht geschmeckt. Er ist immer noch da oben. Ist eine Alarmanlage. Leute, der gewinnt das. Der gewinnt das. Wir müssen da weg. Der zieht uns nur die ganze Heilung weg. Das bringt nichts. Lass mal lieber hier die Kamera hacken. Wir haben den Standort. Sehr gut. Marsch, Feuerteam. Ja, Marsch. Lass mal Schlamm. Lass mal noch ein bisschen Schlamm drauf machen. Ich weiß, aber hier zu lange stillstehen ist gerade nicht gut, weil er da auf dem Dach hockt. Ja, aber wir haben ja Deckung im Moment. Haben wir ein bisschen Deckung. Wo seid ihr alle? Da. Der ist immer noch da hinten. Ja, ja, er schießt auch gleich wieder. Laser kommt. Aber er kassiert auch. 49 EP. Wow, wow, wow. Kreis, Vorsicht. Naja, geht schon. Was? Alter! Wie zur Hölle? Ich bin hier am Ausbluten, Jungs. Kann mir jemand mal einen Finger reindrücken? Gut, dass du rechtzeitig hier warst. Ja, ja, ja. Ja, immer schön mit dem Finger rein. Ist er immer noch da oben? Keine Ahnung. Ich habe ihm auf jeden Fall. Er kommt von der Seite. Leute, lass die Mission machen. Ich habe ihm richtig schön einen verpasst. Der Heilung drin? Nee, nur ein bisschen Salz. Leute, lass weitergehen. Er ist der Einzige, der woanders ist. Ja, ich wollte hier in den Container, um mir eine Heilung zu holen. Meine Güte. Ich bin bei 38 HP. Ja, aber du schickst die Leute los und gehst woanders hin. Naja, ich gehe auch in die Richtung, nur mit einem kleinen Umweg in Richtung Glück. Und potenzielle Heilung. Hier ist Alarm, Alter. Wir kriegen das schon hin, wir werden das Ding schon gewinnen. Alle bitte cool bleiben. Wo ist denn der Dude? Hier. Achtung, er kommt. Er ist da. Er ist da. Er holt Dima. Ich bin hier hinten. Steck fest. Ich stecke auch irgendwie fest. Hat er Dima gefinisht? Ja, er hat Dima gefinisht. Er rennt da hinten rum. Da.
will sich die nächsten holen. Crazy Dog. Ja, er will Crazy Dog. Drauf auf den Penner. Muss nachladen. Gib ihm. Gibt's doch nicht. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ah, diese dämliche Blend. Was ist das für eine Armee, die da hinter uns ist? Okay, Kreis, wir haben enorme Probleme. Denn hinter uns ist eine riesige Armee. Okay, aber er ist weggerannt. Ey, es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es sind 1 Milliarde Gegner. Ich treffe nicht. Was ist los? Ich hatte mega den Lag gerade. Okay, er hat sich da hinten irgendwo geheilt. Der Pilot. Wir müssen unsere Leute holen. Ich habe Standbild. Ich habe mega Lags auf einmal. Alles gut, alles wird gut. Ja, hier, wir werden überrannt. Von irgendwelchen Dudes. Warum sind es auf einmal auch so viele? Ich habe keine Ahnung. Und warum sterben die nicht? Okay, Moment, wir müssen die anderen holen. Kreis. Jo, jo. Kreis auf alles. Wir sprinten los und holen den anderen Dude. Der Predator darf nicht gewinnen. Ey, auf einmal waren da 40 Gegner. Ja, voll krass. Okay, ich hoffe, wir halten durch. Hören doch schon, oder? Ja, er frisst da hinten Schweine oder so irgendwie. Okay, das wird. Ich gern das Ding, du machst den Alarm hier drüben weg. Es wird alles easy, alles wird gut. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Feuerteam. Ich muss erstmal meine Schotti nachladen, vernünftig. Hier ist Heilung. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alles klar, Heilung. Auch hier nochmal Munition. Einfach jetzt durchhalten. Aber wir müssen hier in der Nähe bleiben, ne? Sonst. Ja, ja, ich weiß. Aber ich bleib mal hier in der Ecke. Hast du Munition genug? Nee, nicht mehr so viel. Achtung! Oh! Hier ist Munition. Holy moly! Okay, wir müssen zurück zur Mission. Er ist da oben. Ja, ja, wie immer halt auf dem Dach. Ja, der hat aber auch gefühlt unendlich Energy. Ey, Schweine geben jetzt Erfahrungspunkte. Eine Blendgranate. Ich habe ein Problem mit meinen Blendgranaten. Hier, hier, hier. Ein bisschen kassiert. Ist er noch oben auf dem Dach? Ja, ja, er rennt hier noch rum. Da hinten. Hat nochmal kassiert. Oh, er hat gut kassiert. Er kommt auf mich zu. Wo bist du? Wo bist du? Ah, da, okay, ich hab ihn gesehen. Jungs! Ja. Da ist er. Springt zum Baum. Wir müssen ihn jetzt hier schön in die Zange nehmen. Er kommt da, glaube ich, raus. Wo ist er denn? Irgendwo hinter dem Zaun. Hier. Hier dahinter. Ich hab ihn gerade stampfen gehört. Da hinten steht er. Er will mich angreifen! Er greift mich an! Wo? Verdammt! Da, er springt rüber Richtung Halle. Er ist hinter uns. Er ist oben auf dem Baum. Boah, mir geht's nicht gut, Mann. Mir geht's nicht gut. Der hat mir ordentlich eingeschenkt. Okay, wir müssen zur Mission. 7 Minuten. Komm, da hinten hin. Er knistert hier immer noch rum irgendwo. Das letzte Ziel töten. Mit dem einen da hier. Ja, ich will kommt. Keinen Mann zurücklassen. Ja, hier sind nochmal 1 Milliarde Gegner. Kann er sich jedes Mal eigentlich komplett wieder voll heilen oder wird er dann sozusagen schwächer? Okay, mach den mal tot da drin. Alles klar, alles klar. Nee, der kann sich jedes Mal voll heilen. Ihr solltet dort Infos finden, mit denen sich das bestätigen lässt. Aber irgendwann ist die Heilung halt auch aus, sonst wäre es ja auch ein bisschen unfair. Er kommt! Er kommt! Er kommt. Hier! 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 Shit, und er hat mich. Alter, wie schnell, wie schnell. Ich bin down, Jungs. Alter, die Kombolanze. Blocken, ihr müsst blocken! Er macht die Kombolanze. Macht ihn tot! Schon! Was ist denn da los? Er holt mich und Dima kämpft allein gegen ihn weiter, irgendwie. Er kämpft mit dem Messer Dima. Irgendwie. Ich bin hart am Ausbluten. Kreis, schnell, hol mich! Sonst bin ich weg. Ah, bin da. Oh, ich habe nur noch 15 Gott. HP. Wenn mich jetzt einer trifft, bin ich im Eimer. Okay. Ich habe auch nichts mehr. Irgendjemand hat den Jungs hier Heilung. Ah, ich habe mir gerade noch eine Spritze reingedüdelt.
Tja, das ist ja so eine ekelhafte Runde gewesen. Zu gierig gewesen. Lalala, da drüben ist Heilung, glaube ich. Und die brauche ich ganz, ganz dringend. Ich habe nichts mehr. Ich brauche die Heilung. Nimm sie. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nimm sie. Nein! Alter, das gibt's doch nicht. Ich bin down. Aber ganz down. Komplett down. Naja, gut, okay. Heftig. Da kann ich schon was war denn, was ist denn los mit der KI? Die sind brutal. Die sind ultra brutal. Die wissen, Arnie kommt bald. Ja, die wissen Bescheid. Einfach nur böse. Ich meine, guck mal, ich allein habe 24 KI-Gegner getötet. Wie viel da kommen, das ist einfach verrückt. Schaut euch das an. Alter. Stärkungsmission in 25 Sekunden. Ihr könnt mich sogar nochmal wiederholen. What? Hä? Seit wann geht das denn zweimal? Wir haben einen Patch, die haben irgendwie wieder alles verändert. Ein Leichnam in so gutem Zustand wird die Forschungsabteilung. Das ist der Shit. Ihr Bonus wird unseren Dank für ihre gute Arbeit widerspiegeln. Sehr guck mal, gut. Er kontrolliert seinen Hoden. Ja, ich kontrolliere direkt intakt. Den Hoden. Ich glaube, aber es war gar kein Hodiger. Alpha Team, wie geht's den Hoden? Wie geht's den Hoden? Ja, ja, ist ein Weibchen. Ah, okay. Vulva korrekt. Ja, ist korrekt. Ja, na, von Distanz kann man das ja nie erkennen, ob das ein Weibchen ist oder, ne? Ja, oft erkennt man das halt nicht, weil es auch so schnell geht, ne? Muss man erstmal abtasten. Muss man erstmal abtasten, sowas. Mann, da haben mich diese kleinen Schmutzsoldaten wirklich weggeholt. Richtig krass, die KI. Also in dieser Runde war eigentlich das Bedrohlichste... Die KI, ja. Die KI, ja. Wahnsinn. Allein da, wo er uns das erste Mal so auseinandergenommen hat, wo er zwei weggeholt hat. Einfach wie viele da waren. Also so heftig habe ich das auch noch nie erlebt. Und dann hatten wir irgendwie auch noch Performance-Einbrüche und... Also er hat ja alles mitgespielt. Das hat alles. Vielleicht war Eierkopf mit dem Game, wir wissen wahrscheinlich. Es nicht. Ja, Eierkopf, habe ich gehört, manipuliert im Moment nämlich auch die Lobbys hier. Deswegen sind ja auch alle so ein bisschen langsam. Deswegen dauert es auch so lange, bis du drin bist, weil Eierkopf die Fäden zieht. Die große Verschwörung. Ja, nee, es gibt ja Leute mittlerweile, die ermitteln schon, ne? Also da wird ja ermittelt. Da wird ermittelt. Ja, da gibt's wirklich... Welche Hacker-Software benutzt er? Da gibt es wirklich mittlerweile ein ganz vernünftiges Team aus 8 Buben und 4 Mädels. Ich habe den Eierkopf-Stream genau analysiert und habe dort festgestellt, dass Hacks stattfinden müssen. Na, da wird wirklich mittlerweile gegen den Mann ermittelt. Die Gamer-Kompension da, ne? Die ist dran. Wir kriegen das Schwein, haben die Leute geschrieben. Wir kriegen nur noch wenig fehlt. Wir kriegen ihn an den Eiern. Prozess geben. Sabu 11. Darauf wird einer von Eierkopf seinen Schlägern. Vor ihrem Fall haben sich Stargazer ein massives Satellitenkommunikations- was machen wir denn hier? Randgebiet, angeln, am Fluss? Nee, am Fluss, schön hier noch ein bisschen Salz mitnehmen. Du kannst überall Salz mitnehmen. Randgebiete des Fischerdorfs, rennst du halt nach rechts, da ist das Dorf. Beim Fluss angeln, rennst du nach links, da ist das Dorf. Ja, aber irgendwie, wo viele kleine Hütten sind, ist eigentlich immer recht viel Crack. Die armen Bauern von Belarus haben immer sehr viel Crack. Ja, aber dafür kannst du, wo viele Hütten sind, bist du viel schlechter, kannst du viel schlechter agieren, wenn der Typ kommt. Da muss man halt ein bisschen Risiko eingehen. Weil wenn er dich dann alleine hinter der Hütte erwischt, kommst du nicht mehr raus aus der Hütte. Mein Onkel Bart hat mich schon hinter vielen Hütten erwischt, ja. Ich bin trotzdem rausgekommen. Ja, wir haben immer dieses Spiel gespielt mit Münzen. Mein Onkel Bart hat mir mal sehr viele Münzen gezeigt. Ich hatte die meisten Münzen in der Nachbarschaft. Alter, was hat denn der für ein Skin? Guck dir das mal an. Alter. Was ist das denn? Das weiß ich nicht. Mit irgendwelchen Granaten und das ist aber auf jeden Fall so ein Pay-to-Eierkopf, oder? Nichts, kann gut möglich sein. Begebt euch zum Militärlager an den folgenden Koordinaten. Ah, vielleicht ewig weit weg. Hä? Wie? Was? Ich habe nicht mal einen Gegner gesehen. Ich hab auch noch keinen... Zu meiner Verteidigung, ich habe noch keinen einzigen Gegner gesehen. Das ist doch ein Bug. Also keine Ahnung, wie die Stargazers jetzt hier wieder Bescheid wissen. Was? Wie jetzt Hilfe trifft? Was läuft hier? Hä? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas mit E-Mails und Webseiten? Ich hab Skimails verstanden. Und die Skimails. Ey, das sind 500 Meter, warum ist das so weit weg? Keine Ahnung. Irgendwie haben sie sich gedacht, hey, Fireteam, dank Kies und Kreis immer noch zu stark. Wir sehen zu viele Wins bei Kies und Kreis, die einzigen, die das überhaupt let's playen.
Gibt es sonst niemanden? Ja, irgendwie wenige, ne? Verstehe ich gar nicht. Also ich, das sind so ein bisschen der Orientierungskompass. Ja, die Leute kritisieren ja die KI. Aber die Leute verstehen ja auch nicht, wäre das eine hochintelligente KI. Die KI ist ja eher ein Hindernis. Das ist ja nicht so, dass man sagen muss, das ist jetzt irgendeine KI, die das Kernelement ist. Eben, weil wenn du ständig von irgendeiner KI gekillt wirst, dann wäre es auch wieder Kacke. Genau. Dann würden auch wieder alle heulen. Das müssen so dumme Guerillakrieger sein. Eben. Weil die KI ist eigentlich nur dazu da, um sozusagen ein Hindernis zu sein und ein bisschen abzulenken, ich sag mal, Ablenkung und Dynamik reinzubringen. Er kommt, ich höre ihn, er ist direkt neben uns. Ich glaube, er ist direkt hinter mir. Er ist über mir. Leute, zu mir. Ich bin eben gesehen. Hier. Naja, das ist ein anderer Dude. Aber er war eben gerade da oben, da steht er doch. Da steht er doch. Wo denn? Hat eine Nase gebohrt, ich habe ihn markiert. Haben Predators überhaupt Nasen? Ich weiß es nicht. Ein Atemloch hat er sicherlich. Haben. Aber vielleicht atmet er auch durch seinen komischen Schädelknochen. Er ist irgendwo da hinten auf jeden Fall. Eine Schädelplatte, da pfeift er die Luft rein. Deswegen gickert es auch so. Ja, er ist irgendwo da hinten. Aber das ist wieder genau dieses Spiel, ne? Er rotzt uns die Lebensenergie weg. Hier. Hier. Oi, ist direkt an mir vorbeigezogen. Er ist immer noch dort. Ja. Ich sehe ihn da durch den Busch laufen. Er geht hier entlang. Ja, ja. Die Satellitenschüsse ist jetzt irgendwie gerannt. Ist wenig Salz. Ich will auch gar kein Salz suchen jetzt. Wenn er da ist. Sollen wir nicht mal zur Queste oder was? Bin ich absolut der Meinung, ja. Aber Mariano sagt, er will noch gucken. Oh, Alter, was ist das denn? Da stehen 20 Leute. Da steht hier voll die Rasselbande rum. Ja! Was? Woher kommen die auf einmal alle? Okay, Alarm. Der Alarm läuft. Wieso läuft der Alarm? Ich weiß es nicht. Leute, wir müssen hier weg. Let's make the mission, man. Vielleicht hat er den ausgelöst. Meinst du, das ist jetzt die neue Predator-Taktik, zu sagen, hey, guck mal hier. Besorg euch ein paar Freunde. Er kommt, glaube ich. Ja, ich höre schwere Schritte direkt hinter uns. Da! Gib ihm! Ich konnte Alter. Nicht blocken! Ich auch nicht! Oh Mann! Einfach drauf! Oh Gott, oh einfach Gott. Drauf! Der halbes kann nichts! Leben. Halbes Leben. Leben! Ja, er rennt davon! Drauf, drauf! Leute, ich blute aus! Boah, heftig böse! Sehr aggressiv! Sehr aggressiv! Sehr, sehr aggressiv! Aber er will zu viel, hast du jetzt schon gesehen! Hast du jetzt schon gesehen? Der lässt sich gleich. Aber Kina holt er sich gleich, weil Kina irgendwo da hinten alleine rumrennt. Ich hab ihn. Achso, Kina. Keine Ahnung, wo der ist. Ich würde sagen, wir schmieren uns noch ein bisschen Schlamm auf die Lippe. Kina, komm! Verbinde deine erste Hilfe hier drüben! Oh, nice. Ja, mir geht's schon besser. Nice, nice, nice. Okay, es ist nachgeladen, ja. Gehen wir zur Mission? So, Kina kommt. Jo. Und los, Freunde! Alles klar, hier geht's raus. Hinten wäre noch lila Salz gewesen, falls jemand will. Ich höre nur Schweine grunzen. Die geben jetzt auch hier Points. Das war davor nicht. Davor hast du ein Schwein gekillt. Nichts gebracht. Jetzt Schweine killen, gleich gut Schmenderle. Der Kommunikationsleiter ist hier. Schaltet ihn aus, damit er unsere Arbeit nicht rückgängig machen kann. Damit er unsere Arbeit nicht rückgängig machen kann? Und schon wieder irgendwie bricht hier die Hölle aus, ne? Ich glaube, der, den wir killen sollen, ist. Ja, der ist hier drin. Wie viele von diesen Typen gibt es? Nehmt seine Wartungsinformationen an euch. Wir wollen ja nicht, dass sein Nachfolger sie findet. Wo sind seine Wartungsinfos? Hier, wo es leuchtet. Hier. Hört ihr den Predator? Ich höre ihn noch nicht. Die Techniker sagen, dass wir zwei Umspannwerke deaktivieren müssen. Das ist das erste. Okay, die Technik-Boys. Womit zur Hölle sind die denn schon wieder eingespielt? Womit Muni brauchen. Ist hier rein zufällig eine Munikiste, sonst drop ich. So, das dauert jetzt einen Moment hier, ne? Also, falls mich einer fressen will, wäre jetzt die beste Gelegenheit. Hier ist Muni. So, schön gemacht.
Weggeholt. Nice. Alter, schon wieder so ein weiter Weg. Ich würde sagen, direkt wieder zur Mission, oder? Ja, ich hole mir noch HP eben hier. Kann man hier was Tolles finden? Irgendwie nicht. Deines Päckchen. Dankeschön. So, 200 Meters oder was? Der Predator, den haben wir aber auch böse verschreckt. Ja, er war zu gierig. Sag ich ja. Es ist, die kommen reingejumpt, dann werden sie ordentlich... Der hätte das jetzt nicht lange überlebt, ne? So, die hätten einfach weiter draufgehalten. Nee, der wäre jetzt weg gewesen, klar. Dann hätte den jetzt schön zersieben können. Sie hat schon wieder einen Alarm ausgelöst. Aber warum denn? Ich habe gar nichts mitbekommen. In der Ferne. Naja, das ist, vielleicht macht der Predator das. Meinst du, dass der Predator die KI nutzt, mir ein bisschen Terror zu machen? Wo muss man denn hier was drücken? Ah, hier drüben. Weißt du was, Leute, denkst? Ich bin dran. Ich drück da ein bisschen rum. Oh, das dauert aber lange. Das dauert lange, ne? Ja. Ja, ja, jetzt könnte man mich easy zerstückeln. Alright. Alter, wie viel müssen wir denn hier laufen auch? Ja, ja, wieder hoch, ne? Hin und her und hin und her. Und schon wieder Alarm. Ja? Da hinten geht richtig Party. Wo ist der Bengel? Kina! Komm! Alle nochmal Schlamm, ne? Hier ist kein Schlamm. Hier bei mir. Qualitativ hochwertiger Truck-Schlamm. Was bedeutet das Ausrufezeichen? Was bedeutet das rote Ding eigentlich? Dass man erwischt ist? Ich glaube Alarm. Doch, er sieht uns. Ich glaube, ich habe gerade irgendwo einen Strichel gesehen. Weißt du, dass wir in Predator-Nähe sind? Ich habe gerade irgendwie einen Laser gesehen, glaube ich. Ganz kurz. Aber langsam muss er jetzt mal irgendwie zuschlagen, sonst wird das nichts mehr. Hier, Alarm ist hier durch. Hier waren wir ja schon mal. Ja, klar. Im Suchgebiet. Was genau sollen wir hier suchen? Den Hauptradarkomplex. Wahrscheinlich irgendwo oben, oder? Hier reingehen. Er ist eher so... Hier ist er nicht. Das ist das Richtige. Wie, wir sind in Gefahr. Wo? Wie? Was? Wo? Hier bei mir. Jip, hab ich gehört. Zeit, den Alarm abzuschalten. Rechnet mit Besuch. Alter, die Mission geht ja ewig lang. Ja, ne? Ja. Der lädt super sich lange Mission. Auf. Oh. Super lange Mission. Bleib doch am Haus, sonst geht's doch nicht weiter, Leute. Achso, das muss man wieder hier bleiben. Immer. Das Geräusch gefällt mir nicht. Dranbleiben, Feuerteam. Er hat irgendwas ausgelöst. Bewegungssensor? What? Wie? Ja, wo? Ja. Was? Irgendwo hier ist ein Bewegungssensor. Okay, aber wo ist der Predator? Ich bleib in der Hütte, falls er kommt, rufe ich euch. Also noch ist ja alles ruhig und sauber, Feuerteam. Alpha One. Da drüben, die sind getarnt. Guck mal, der hat Schlamm. Was für ein Scheiß klebt da an denen? Da drüben. Was für ein Scheiß klebt da an denen? Ah, hier rennt noch einer rum. Alle immer schön einsauen. Sehr wichtig. Nur wer gesaut ist. Hat's drauf. Gesaugt. Da. Alter, woher kommt der denn? Kam nur um die Ecke. Ich glaube, das waren alle. Boah, hier ist Muni. Zu viel Muni haben. So, damit jetzt. Hier niemand irgendwie auf dem Trockenen ist. Hä? Was? Es geht nicht weiter. In der Nähe bleiben und Computer verteidigen. Jetzt. Jo, ist durch, ist durch. Das sollte alles gewesen sein. Jetzt müsst ihr nur noch einen Hebel betätigen, um das System neu zu starten. Nur noch einen Hebel. Nur noch einen Kolben anfassen, dann habt ihr es geschafft. Mein Onkel Bart hat das gestern auch zu mir gesagt. Verbindet euch. Mann, bin ich froh, nicht in der What? IT von Stargazer zu arbeiten. Was war das für eine Explosion? Keine Ahnung. Na los, haben wir. Hey, okay. Predator. Hier gibt's Muni. Wir sind bald durch, Bro. So, Freunde. Geschlammt? Ich bin immer ziemlich eingekleckert. Hat einen Bewegungssensor ausgelöst. Ja, er hat hier Dinge ja, aber die sind doch eigentlich von dem, ja. Ob's ja schlägt jetzt zu. Nochmal kurz so vom Abflug kommt er und sagt... Die meisten kommen ja dann nochmal, um
halt abzuräumen, weil sie wissen, oh, keiner steigt in den Hubschrauber, dann kann ich sie alle nochmal schlachten. Hier ist eine Weapon. Eigentlich müsst ihr ja nur deine Waffe weglegen. Und schon wird das sagen, alles klar, nee, den mache ich doch nicht platt. Einfach die Waffe wegwerfen. Ja, ich weiß nicht, ob das zählt, wenn du vorher eine hattest. Doch. Einfach nee, ich glaube, ergeben hey, zählt nicht. Du willst Ehre? Ich bin ehrenloses Ziel. Nee, der kommt nicht. Na, warte, er hat noch ein paar Sekunden. Feiger Dude. Richtig feiger Dude. Predator, buh! Hä? Wieso hat er hier... Ich glaub, da hinten kommt er. Wo ist der hinten? Ungefähr? Hier. Immer bitte melden. Ich kann ihn nicht markieren. Wie, da! Direkt vor mir! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Ich bin da. Alter! Kannst du mich lupfen? Nee, ich lieg am Boden. Was? Der gewinnt den Shit jetzt? Oh Gott, oh Gott. Wow, 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 wow. Irgendjemand noch am Leben? Ja, Mariano lebt noch. Mariano! Bro! Oh, du bist ein Bro, Alter. Wo ist jemand hier drüben? Komm schon. Oh, der kommt wieder, der Mariano! Kommt wieder. Ich lieg direkt vor ihm in der Hund. Ich hab den einen geholt, wo bist du? Ich bin tot. Shit! Warte, wir müssen gehen. Oh, wieso seid ihr nicht einfach gegangen? Oh. Jetzt zurückgelassen, oh nein! Oh, ich hab noch den einen geholt, dieser Hubschrauber. Einfach F an der Leine drücken. Nein, ich hab den einen noch geholt, da wollte ich ihn holen, dann war es zu spät. Und danach F an der Leine drücken. Ganz einfach. Was hat der denn für Schlangenaugen, der Dude? Das ist dieser Hubschrauber, ich weiß nicht, das ist auf Faszination, jeden Fall... Faszination Hubschrauber. Für manche Menschen schwer, einfach am Leben, an dieses Seil zu greifen. Ist doch alles gut, Kreis, wir haben gewonnen. Ja, ich sag nur, einfach ans Seil greifen wäre immer gut. Ich wollte Sozialdienst leisten. Ich hab hier Ding, China oder wer da down lag, den habe ich noch geholt. Und dann wollte ich dich holen. Ja, und dann hattest du noch 5 Sekunden Zeit, um an das Seil zu greifen, nachdem ich gesagt habe. Weißt du, was da gerade los war? Ich war sehr verwirrt und bin gerade blutend aus dem Koma erwacht, aus dem Blitzkoma. Ja, ich habe nur gewartet, dass mich jemand wiederbelebt. Ich wäre dann zum Seil gelaufen, aber was hätte ich denn machen sollen? F gedrückt. Was hätte ich denn machen sollen? Ich habe den wiederbelebt, den ich als erstes gesehen habe. Ich habe keinen Namen gesehen. Ich habe einfach gesehen, da ist einer. Ich habe doch schon einen wiederbelebt. Ich hatte keine Zeit mehr, dich wiederzubeleben. Ich hätte es getan, hätte ich die Chance gehabt. Darum geht's doch gar nicht. Ich sag doch, ihr hättet fliehen müssen über das Seil. Das ist das Ding. Ja, das, aber ich Leute hatte keine Zeit. Doch. Weil ich den einen wiederbelebt habe. Ja. Dann drehe ich mich um und sehe, okay, du bist gerade gestorben. Und dann war das Seil schon weg. Und du standst aber im Seil. Und du hättest vielleicht noch ein paar Sekunden Zeit gehabt. Nee, nicht. Das ist definitiv. Okay, gut. Mit deinen gottgleichen Reflexen hättest du es geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Bis zum nächsten Alle Mal. Schaffen Danke es fürs nicht. Zusehen. Keiner schafft es, diesen dämlichen Helikopter zu benutzen.